Amen, 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 Amen. Pome yaira. Hey. Ame yaira emenye. Yehowa, owe mbebe na. Pome yaira emenye. Noch einmal wünschen wir euch alles Gute und alle Glückwünsche zum neuen Jahr 2023, alle die uns jetzt hören von aller Richtungen der Welt. Ich bin euer Diener Numovi Doji Paul. Ich möchte euch schon sagen, dass jeden Frühmorgen werden wir jetzt frühstücken, aber geistiges Frühstücken nehmen. Frühstück, das uns helfen kann, uns überall auf der Welt, wo wir sind. Jetzt können wir schon mit dem ersten Buch von Petrus 2, Vers 2 lesen. Und sei begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Diese Nachricht ist die Nachricht von Apostel Petrus an uns Christengemeinde. Als Kindlein, wenn ein Kind aufwächst am Frühmorgen, was es braucht, ist Milch. Milch von der Mutter oder Milch von der Welt. Aber wir aber brauchen Milch für unsere Seele. Milch, die uns helfen kann. Wir nehmen am Frühmorgen Tee, Wasser oder Brei, um stark zu werden, damit wir den Tag gut anfangen. Essen, trinken brauchen wir, um stark zu werden. Aber jetzt brauchen wir jetzt für unsere Seele, damit wir das ewige Leben gewinnen. Ich lade euch alle ein, zu abonnieren und zu gehören, das wird euch allen helfen. Und wir werden zusammen dieses Essen verteilen. Tschüss, der liebe Gott segne euch. Ciao.